Und weiter geht's mit der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Die Läufe 13 und 14 stehen bereits auf dem Programm. Wir sind im Süden der Tschechischen Republik, genauer gesagt vor den Toren von Brünn, dort wo 1998 eine wunderschöne Anlage entstanden ist. 5,4 Kilometer ist eine Runde auf dieser Berg- und Talbahn. Lang, das Ganze in einer wunderschönen Landschaft eingebettet. Ideal für spannende Tourenwagenrennen, auch wenn in den letzten Jahren häufig die BMW-Piloten hier nach vorne gefahren sind, erwarten wir uns an diesem Wochenende zwei spannende Rennläufe und nach dem Qualifying ist die Startaufstellung bunt gemischt, die wir Ihnen hier präsentieren. Wenn ich sage wir, dann begrüßen Sie heute am Eurosport-Mikrofon. Erstmals an meiner Seite Christian Menzel, mein Name ist wie gewohnt Uwe Winter. Ja Christian, anstrengendes Wochenende für dich, gestern auf dem Nürburgring noch erfolgreich und jetzt erstmals in Sachen WTCC im Einsatz. Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank, schön hier zu sein und ist Premiere, ja, Tourenwagen WM Co-Kommentator. Und das Ganze, ich habe es eben gesagt, in einer wunderschönen Anlage. Du bist ja auch schon häufiger unterwegs gewesen. Was können wir aus Fahrersicht hier in Brünn erwarten? Also zunächst mal ist die Anlage wirklich sehr attraktiv. Es ist noch eine alte Naturrennstrecke, nicht so verfälscht wie diese ganzen modernen, sterilen Formel-1-Anlagen. So ein bisschen vergleichbar mit Spa-Francorchamps. Es geht bergauf, bergab, mittelschnelle Kurven. Und ich muss wirklich sagen, also ich kenne keinen Rennfahrer und auch keinen Sportwagenfahrer oder Amateur, der sagt, Spa ist keine Reise wert. Nein, Brünn. Aber ich sage Spa, weil es wirklich von der Charakteristik einfach eine ähnlich schöne Anlage ist. Beide Strecken sehr beliebt. Das ist eigentlich auch typisch in diesem Zeitpunkt der Weltmeisterschaft. Wir waren in Portimão vor 4 Wochen, tolle Anlage, vor 2 Wochen Brands Hatch. Natürlich perfekt an. Kurzer Blick auf die Meisterschaftssituation. Ivan Müller führt mit 23 Punkten Vorsprung auf den amtierenden Weltmeister Gabriele Tacchini. Briot in Lauerstellung auf Platz 3. Alle anderen dahinter werden es schwierig haben, auch wenn man pro Rennen 25 Punkte gewinnen kann. Und damit sollten wir auch schon mal einen Blick in die Startaufstellung werfen. Rob Huff feiert seine erste Pole Position in der laufenden Saison, nachdem er hier 2006 bereits einmal siegen konnte, damals noch mit dem alten Lacetti. Jetzt bewegt er natürlich den Fuß und neben ihm, da steht der Tabellenzweite Gabriele Tacchini als bester Seat TDI-Pilot und dann ein Überraschungsmann Colin Turkington, der bereits in Brands Hatch ein furioses Wochenende hingelegt hat, der BTCC-Meister des Vorjahres, drittschnellster, allerdings das Thema hatten wir in Brands Hatch, er fährt mit einem relativ leichten Auto, weil sein Auto nicht absolut aktuell ist, nämlich Konfiguration 2008 und damit wiegt das Auto über 60 Kilo weniger als die Werksfahrzeuge, aber auch als die Kollegen aus der Independence Trophy, da wo er bislang auch gewertet wurde, aber über Nacht gab es eine Entscheidung, hat gesagt, dieses Auto, was immer noch punktuell zum Einsatz kommt, darf hier keine Punkte sammeln, das würde das Ergebnis etwas verfälschen. Augusto Farfus hat es geschafft, in die Top 5 hineinzufahren, viertschnellster vor Alain Menu. Norbert Michelic, der Ungar mit einem ja fast Heimspiel, hat viele Freunde an der Strecke, war natürlich hochzufrieden mit dem Qualifying auf der 6. Position vor Tom Coronel. Ivan Müller, der war enttäuscht, nur der 8. Startplatz für den Führenden im Championat. Gené auf 9, da gab es einen Motorwechsel über Nacht und im Warm-up lief es dann schon deutlich besser für den Spanier. Riesenenttäuschung gestern bei Andy Priot, der den Sprung in die Top 10 nicht geschafft hat. 11 Hundertstel haben letztendlich gefehlt und da gibt man natürlich auch dem hohen Gewicht des Fahrzeuges die Schuld. Aber wir haben gesehen im Falle von Augusto Farfus, dass es trotzdem durchaus schneller geht. Der Blick in die Privatfahrerwertung sieht Christian Paulsen als führenden Mann. Auch er mit einem älteren, leichten Auto unterwegs, gefolgt von Sergio Hernandez, Derek Ojan auf 3. Franz Engster, der Senior im Starterfeld, ist auch dabei, allerdings der ist ziemlich angefressen. Er ist nämlich mit einem alten Auto unterwegs mit neuen Gewichten. Das hat man ihm gestern zwischen dem ersten und dem zweiten freien Training erzählt. Das heißt also, er kann nicht von den Vorteilen des modernen Aerodynamikpakets profitieren, muss aber mit vollem Auto, sprich mit voller Zuladung fahren. Alles Geschichten relativ kompliziert, wollen wir auch nicht allzu tief drauf eingehen, weil so richtig durchblicken tut ja kaum noch jemand im Fahrerlager. Nur halt, es wird weiter diskutiert. So, jetzt kommen wir gleich zum fliegenden Start, Grid Formation, das heißt Grid Formation, das heißt Rob Huff wird das Tempo diktieren als Trainingsschnellster, aber ich glaube mit Tacchini muss er höllisch aufpassen. Ja, speziell, weil ja der TDI den Drehmomentvorteil hat beim Start und damit glaube ich, ist eigentlich schon entschieden, wer den Start zur ersten Kurve gewinnen wird. Das ist die Schwierigkeit, wenn man versucht, solche unterschiedlichen Konzepte unter einem Hut zu bringen, Turbomotoren, Sauger, naja, gut, darüber wurde auch schon viel diskutiert und
Das macht die Sache nicht einfach und da kann der Robert Half eigentlich nur versuchen, frühzeitig das Gas runterzudrücken, also quasi schon einen kleinen Frühstart zu provozieren, damit er am Ende noch die Nase überhaupt noch vorne hat. Und das wird jetzt gleich passieren. Die Autos biegen ja auf die Stachelzielgerade hinauf, die Ampel ist auf Rot geschaltet. Das Tempo wird von Rob Half hier im blauen Fahrzeug in der ersten Reihe vorgegeben. Dahinter viel Disziplin, das Rennen ist freigegeben und da fächern sie bereits auseinander. Eine sehr breite Start- und Zielgerade und erfahrungsgemäß wird es da in Kurve 1 immer verdammt eng. Fahrfuß wird bereits attackiert, Genet in seiner Reichweite und das jetzt heißt Luft anhalten. Das geht schief. Also ich... Oh, das haben die wirklich geschafft bis dahin. Weil die Bilder waren gerade ziemlich beeindruckend, wie eng es da zur Sache ging. Also, durchatmen nach der ersten Kurve. Colin Turkington kämpft hier. Ja, und es hat Rob Half tatsächlich geschafft, die Führung zu verteidigen. Ja, Respekt, aller Achtung. Ich meine, Gabriele Tacchini ist ja auch schon alt genug, um vielleicht jetzt im Hinblick auf die Meisterschaft nicht alles zu geben. Und das sah gerade auch nach einem leichten Kontakt aus. Ja, und da geht er da fliegen. Oh ja. Ah, ja, und Freddy Barth, Genet ist dabei, Coronel, ich glaube, da haben sich drei Seats auf einmal auf die Hörner genommen. Und ja, auch der Pause. Vierte ist noch links in der Wiese, jawohl. Das müsste Montero sein. Auch Andy Prio mit stark havarierten Auto, also da waren jetzt doch einige verwickelt in diese Kollision. Hinter Michelic müsste das gewesen sein, da haben wir auf jeden Fall jetzt einen leichten Abriss. Michelic. Dahinter Müller und das ist Genet. Ja, ja, vorne rechts Aufhängung abgerissen, ja. Andy Prilo vorne links Auto stark beschädigt. Ja, das ist Tourenwagen-WM. Ich denke mal, das ist ein Grund, warum jetzt auch am Fernseher einige Leute sitzen und sich die Rennen anschauen. Es geht knallhart zur Sache. Es wird sich nichts geschenkt. Vielleicht wäre die eine oder andere Situation doch überdenkenswert, weil wenn wir hier keine Autos mehr fahren, dann ist auch nicht so doll. Aber die Kameraden, die besorgen sich's und ja. Die Autos geben es auch her, das ist eigentlich das Schöne daran. Ja, hier schickt Ivan Müller den Norbert Michelic so ein bisschen in die Wiese. Ja, der hat aber natürlich jetzt die bessere Position, um den Platz zu verteidigen, genau. Jetzt kommt die rechts, da muss man viel Schwung mit hinaufnehmen. Das ist dann die letzte Anfahrt vor Startziel. Kommt noch eine Schikane, aber hier ist wirklich wichtig, diesen Speed, den Berg mit raufzunehmen. Das sieht hier gar nicht so wild aus. Und Safety Car kommt raus. Ja, Safety Car draußen. Also hier muss man wirklich den Speed mit raufnehmen, man muss die Kurve davor optimal erwischen. Und ich meine, mit rund 280, 290 PS ist es umso entscheidender, wirklich jedes km/h mit in diese Passage hineinzunehmen. Also jetzt erst nochmal das Tempo rausnehmen, jetzt wird die Strecke erstmal aufgeräumt. Ja, die berühmten Tatra-Sicherheitsfahrzeuge, hat sich nichts verändert in den letzten Jahren. Die springen an, die funktionieren. Warum soll man sie austauschen? Ne? Kein Hightech. Jetzt versuchen wir nochmal das Ganze auseinander zu dividieren. Also erst einmal der Start, zerfächern sie früh in die Breite. Sehr aggressiv vor allen Dingen auch, ja. Das war nicht ohne, so auszufächern. Ja, vor allem Rob Half drückt schon so ein bisschen Gabriele Tacchini nach außen, sodass ihnen die innere Linie gehört. Das war jetzt auch sehr eng, ja. Das war die Situation, wo ich... Ja gut, Kontakt war auch da, definitiv. Jawohl, jawohl. Oh, oh, oh. Ja, und Augusto Farfus quer vor Genet hergeschoben. Ja. Ivan Müller da in diese Kampfhandlung verwickelt. Turkington hier im Zweikampf mit Alamenu. Und jetzt geht Augusto Farfus wieder quer und dahinter geht jetzt das Kuddelmuddel los. Ja. Oh ja. Paulsen hat sich, glaube ich, da innen reingedreht und dabei dann auch den Freddy Barth mit auf die Hörner genommen und der wiederum in den langsamen Genet reingeknallt ist. Ja, hier sehen wir es nochmal. Zack. Oh, oh, oh. Sehr schwer auseinander zu dividieren. Ja. Wir müssten vielleicht mal eine Luftaufnahme haben. Ja, Anspannung bei Bart Mampel, dem Teamchef von Andy Prio, der gesehen hat, wie auch Andy Prio in diesem Vorfall verwickelt war und jetzt vorne links mit leichter Beschädigung unterwegs ist. Also das Safety Car sammelt jetzt alle Fahrzeuge erstmal in Ruhe ein. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, sind gleich für Sie zurück. Das Wochenende. Die FIA Tourenwagen WM präsentiert von Yokohama. Wir sind zurück, befinden uns weiterhin in der Safety-Car-Phase, aber die Strecke ist soweit jetzt wieder frei, sodass das Rennen gleich seine Fortsetzung finden wird. Und für Rob Half heißt es natürlich jetzt erneut, wie schon beim ersten Versuch, die Flucht nach vorne anzutreten. Hat er clever gemacht, er ist bis zum Schluss Schlangenlinien gefahren, um seine Hintermänner im Glauben zu lassen, er wäre noch nicht so weit. Und dann hat es dann, hat genau den richtigen Moment abgepasst und somit auch schon eine Wagenlänge gewonnen. Michelic schnappt sich hier Colin Turkington, der aber links dagegen hält. Und da berührt er sich und das, ja, und Müller mit Ivan Müller ist damit verwickelt. Der konnte am allerwenigsten dafür. Oh, 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 oh.
Oh ja, jetzt verliert jetzt der haben Position. Wir zwei BMWs, die sehen identisch aus. Das Auto von Priot und von Türken, die beiden Briten also mit identisch modulierten Autos und Michel Lichtsrennen ist vorzeitig beendet. Schade. Mein Gott. Gut, da wird ja, denke ich mal, oder hoffe ich mal gleich noch ein Replay kommen, weil die Situation war natürlich speziell für Müller jetzt tragisch. Da wird natürlich Tarquini sich vorne die Hände reiben, der hat garantiert über Funk schon eine Info, dass er ja in der günstigen Position ist zurzeit, dass er sein Rennen sicher nach Hause bringen soll. Und jetzt ist Türk hinten unmittelbar vor Andy Priot. Dahinter lauern aber auch zwei Seat-Piloten. Also das ist eng und da schnappt sich schon der Erste den Andy Priot. Gut, die sind jetzt beide gehandicapt. Die haben vorne die Splitter fehlen. Ein Viertel der Front ist weg. Und dieser Abtrieb... Ivan Miller rollt hier langsam raus. Ja. Er ist ganz außen, hat vielleicht versucht sogar... Ich wüsste schon, wem ich jetzt eine Strafe ausspreche. Ja? Das ist ziemlich eindeutig. Das ist natürlich ein herber Rückschlag jetzt für den Führenden oder noch Führenden in der Meisterschaft. Die Führung wird auch verteidigen nach diesem ersten Durchgang, selbst wenn Tarquini hier das zweite die Zielflagge sieht. Okay, wenn er gewinnt, dann ist er vorne. Also das da ist natürlich alles drin. Ja, dramatisch, weil eigentlich hoffen wir ja alle, dass Chevrolet dieses Jahr die Meisterschaft gewinnt. Wir brauchen neue Sieger, neue Titelträger, weil man muss ja als Hersteller auch oder als Veranstalter muss man auch sehen, dass seine Hersteller alle zufrieden sind. Ich meine, Seat hat gewonnen die letzten 2 Jahre, genau. Und dann wäre es schon mal ganz gut. Chevrolet macht ja wirklich einen tollen Job. Die sind gut aussortiert, die arbeiten kontinuierlich, haben eine konstante Mannschaft. Und da wäre es denen eigentlich zu gönnen, dass die auch mal die Meisterschaft nach Hause bringen. Michael Nykier hier im BMW Sandwich. Aber dahinter lauern auch schon die schnellsten Privatiers. Und da haben wir bei den Privatiers vor allem Daryl Ouyang, der mit dem leichten alten Lachetti sehr flott unterwegs ist. Das freut mich, weil Daryl ist einer meiner härtesten Gegner. Ich fahre ja auch noch im Porsche Carrera Cup Asia. In den letzten 2 Jahren habe ich mit ihm gut duelliert. Und ich meine, wenn der Daryl hier vorne mitfahren kann, dann ist das für mich ein gutes Gefühl, weil ich mit ihm jahrelang gute Rennen gefahren habe. Und ja... Sprachbescheiden der amtierende Meister des Porsche Cup Asiens, der auch in diesem Jahr wieder die Tabellenführung innehat. Das stimmt, ja. Die haben wir noch inne und die wollen wir auch verteidigen bis zum Schluss. Priot verteidigt hier im Moment seine Position. Er hat im Warm-up heute Morgen angekündigt, dass er nicht auf den 8. Platz abzielt, was wir in der Vergangenheit häufiger erlebt haben, sondern er sagt, ich muss Punkte gut machen gegenüber Tarquini und auch Ivan Müller und werde so weit wie möglich versuchen, nach vorne zu fahren. Nach dieser Kollision hat er natürlich einen Dämpfer bekommen, das ist ganz klar. Was auch schön ist, wir haben jetzt hier 3 Hersteller auf den ersten 4 Plätzen. Seat, natürlich zweimal Chevrolet auf 1 und 3 und Fahrfuß in der 4. Position. Ja, das ist natürlich tragisch hier für den Führenden in der Meisterschaft, der, sag jetzt mal, mit sehr viel Köpfchen üblicherweise unterwegs ist und da wird der Opfer einer Kollision, mit der eigentlich gar nichts zu tun hat. Das stimmt, ja. Das ist ein Opfer von jemandem geworden, der ohne Köpfchen gefahren ist, weil definitiv hat der Michlevic, ja? Michlevic. Genau, der hat definitiv eingelenkt und den BMW hinten eine verbraten. Der wiederum hat Übersteuern bekommen und trifft dann Ivan Müller und ich will keinem böse Abs unterstellen, aber zum Thema Intelligenz, du hast vorhin gesprochen, dass Ivan Müller einer der wirklich schlauen Fahrer ist. Und genau so muss man eigentlich unterwegs sein, wenn man einen Titel nach Hause fahren will. Und da sind so Jungs wie Menü, Müller, Prelo, da passt diese Kombination aus Geschwindigkeit und Rennintelligenz, ist da eigentlich sehr gut gegeben. Ja. Türken unter Dauerdruck von Michael Nykier, der jetzt am Ende dieser Geraden noch einmal einen Angriff startet. Ja. Gut, und hat die Chance vielleicht für Andy Priot jetzt dagegen zu nehmen und schafft es, ja. Ich würde sagen, es hat funktioniert, jawohl. Das ist das Gute daran, ne? Diese Kurvenradien sind so ausgelegt, dass 2 Autos daneben passen. Und wenn dann, so wie hier, 2 Vorderleute sich behaken, dann hat der Dritte vielleicht... Ja, und der Dritte heißt in dem Fall Thiago Monteiro. Da verliert er beide Positionen, der Andy Priot. Da ist Nykier wieder vorbeigegangen und auch Monteiro. Damit ist im Moment Andy Priot 8. Tja, Diesel sei Dank, gell? Ja. So, Drop-Half unter Druck von Gabriele Tarquini. Wir haben eben gesehen, schnellste Rennrunde geht an Augusto Fahrfuß, der bleibt hier dran. Und ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, nämlich die Reifen. Die könnten hier natürlich auch gleich hier ihren Beitrag leisten. Genau, also Brünn wirklich so schön wie es ist, frisst aber Reifen. Es ist also eine sehr reifenmordende Rennstrecke.
und man muss sich sein Gummi sehr gut einteilen. Und es kann durchaus sein, dass Fahrzeuge, die jetzt in der Anfangsphase viel Druck ausüben, zum Rennende hin Probleme bekommen, dass die Luftdrücke zu hoch werden, dass der Verschleiß hochsteigt und dass da ja einfach vielleicht auch jetzt Rob Huff ein bisschen konservativer unterwegs ist, um nach hinten raus einfach mehr Reserven zu haben mit dem Reifen. Angriff von Farfus auf seinen Dauergegner Alain Menu. Die sind in Marrakesch aneinander geraten, zwei Dickköpfe möchte ich mal sagen, die da aneinander geraten sind. Sie sind vor 14 Tagen in Brands Hatch aneinander geraten und jetzt war es beinahe wieder soweit. Potenzial ist da, ne? Sind nur ein paar Zentimeter, die beiden trennen, gut. Ja, die Linienwahl, die der Rob Huff im Moment ja fährt, die trägt natürlich auch dazu bei, dass es einen kleinen Rückstau gibt. Der fährt längst keine Ideallinie mehr in einigen Kurvenpassagen, um hier Tarquini im Falle eines Falles hinter sich zu lassen. Aber jetzt hat er jetzt wieder ein paar Meter Vorsprung. Jetzt hat er ein bisschen Luft, ja. Vorher muss er verteidigen, muss enge Radien fahren, abblocken. Das hilft auch, dass die anderen dranbleiben können. Das haben wir auch an dem Paket gesehen, wo vorhin auch Andy Prilo mit drin war. Dass die natürlich, dass der Vordermann quasi alles aufhält. Das ist gut, weil damit bleibt, das ist das Paket, was ich angesprochen habe, damit bleibt das Feld dicht beisammen und der Zuschauer hat seine Freude dran. Black and White Flag, Verwarnung. Warum bekommt Colin Turkington die? Wir haben einen anderen ausfindig gemacht eben als Verursacher. Ja, natürlich, ja. Wenn das die Situation war, von der wir sprechen, wo Ivan Muller dran beteiligt war, dann muss ich dem Stewards ein Kompliment aussprechen. Das war dann eine glatte Fehlentscheidung, ja. Paulsen schnappt sich Medo Benani. Für den Marokkaner ist die Strecke auch Neuland. Da hat man gestern noch Nachsitzen gemacht. Das heißt, wir finden ja samstagsabends, also immer im Rahmen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, so eine Taxifahrten statt. Da hat man den Medo Benani in einen BMW M3 gesetzt und hat da eine Stunde lang Gäste durch die Gegend chauffiert, damit er sich die Strecke besser merken kann. Und er ist also seitdem noch einen Tick schneller geworden. Also auch das eine Art von Trainingsmaßnahme für den Medo Benani, der im Wichers-Team unterwegs ist. Der Druck auf Colin Turkington, der bleibt natürlich vorhanden. Zum einen von Mika Nykier, zum anderen natürlich auch von Thiago Monteiro. Ich glaube, der Andy Prio, der hält sich jetzt so ein bisschen zurück. Achter Platz ist schon fast das perfekte Ergebnis, zumindest die Pole für den zweiten Durchgang. Aber bis dahin haben wir noch einen weiten Weg. Machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück. Monroe, Technology-Driven Safety. Wir sind zurück. Die Renndistanz verlängert von 10 auf 12 Runden. Natürlich dank der Safety-Car-Phase. Somit also Gelegenheit vielleicht für Eddie Prio, sich doch noch mal zu verbessern. Er versucht es hier bei Thiago Monteiro. Der Portugiese nicht immer sehr konstant unterwegs. Wir erinnern uns an den Laufsieg in Portimao. Aber sobald er bei dem einen Rennen vorne fährt, umso weiter driftet er häufig dann in die Ergebnislisten nach unten ab. Das Thema Konstanz ist ein Fremdwort für ihn. Gilt auch für einige andere im Starterfeld. Und Paulsen schnappt sich da den nächsten in der Independence Trophy. Und das ist Franz Engstler. Franz Engstler, ich habe es gesagt, der ist ziemlich angefressen aufgrund dieser Gewichtsthematik. Da gab es gestern Abend halt eine Sondersitzung. Und das Ergebnis war halt, dass man Turkington nicht mehr in der Privatfahrerwertung starten lässt. Mit einer Begründung, die ich nachvollziehen kann. Man hat nämlich letztes Jahr Marcao entschieden, dass die TDIs nicht in der Privatfahrerwertung starten dürfen. Und somit auch jetzt im Analogschluss keine Einzelstarts mit leichten Autos für Colin Turkington. Ja, leider wird hier viel zu viel diskutiert. Und ich denke, da sind einige Dinge bei, die kann man vor der Saison klären, indem man einfach ein schlüssiges Reglement hat. Und das ist leider in fast allen Rennserien der Fall, dass nur diskutiert und diskutiert wird. Und ja, der Leidtragende ist eigentlich der Sport. Schau an, ich bin Insider oder glaube einer zu sein, blicke schon nicht mehr durch. Wie soll denn bitte schön da der Zuschauer, der es nur am Rande verfolgt, sich dann ein vernünftiges Bild von machen können? Und diese Problematik verfolgt uns in sämtlichen Rennserien, dass es immer irgendwelche sinnlosen oder unnützen Diskussionen gibt, wenn man im Vorfeld ein stabiles Reglement hat, wo die Dinge wirklich definiert sind. Und aber hier wird wirklich nonstop nur diskutiert, verändert, gemacht, getan. Ja, da sollte man wirklich viel Zukunft ansetzen, versuchen da schlüssiges Reglement zu haben. Hauen und stechen bei den Privatiers. Stefano der Erste schnappt sich hier seinen Teamkollegen Sergio Hernandez, rutscht aber dann aus und Nutznießer ist der Christian Paulsen. Und auch Franz Engstler attackiert jetzt wieder. Ja, der Franz, der kann's. Und geht und, fliegen, ja. Ja, leider, Kiesbett. Aber noch gut weggekommen dabei. Der hätte auch stecken bleiben können. Aber jetzt
Oh ja, hat er wirklich nach der Aktion. Da hat der Freddy aber auch gut mitgespielt, der übrigens auch, finde ich, diese Saison über einen sehr guten Job macht und auch zeigt, dass man als Markenpokalfahrer durchaus auch in der WM einen starken Eindruck hinterlassen kann. Sein Auto ist aber auch schon mächtig beschädigt. Mein lieber Scholli, aber ich habe gerade die ganzen BMWs gesehen, die privaten, die sich behakt haben. Da wird man sich ja in München auch freuen bei der BMW Motorsport. Da reiben die sich die Hände, da werden wieder einige Türen und Schwellerleisten verkauft. Ja, manchmal werden auch ganze Autos verkauft. So nämlich auch das Engstler-Team, wo im letzten Wochenende ja ein Auto am Salzburgring verschrottet wurde. Und ausgerechnet war es das Einsatzauto von Franz Engstler in der Tourenwagen, nämlich das aktuelle. Und jetzt fährt er auf der alten Gurke, hätte ich beinahe gesagt, mit dem alten Modell, muss mit vollem Gewicht fahren. Und daher kämpft er vielleicht auch ein bisschen mit stumpfen Waffen, aber was soll's. Turk hinten kann sich wieder absetzen von den beiden TDI-Rivalen, nämlich von Nykier und von Thiago Monteiro. Und Prio versucht es immer wieder verzweifelt, aber das ist auch typisch für die Streckencharakteristik. Auf der Geraden sind sie weg, die TDIs, und in den Kurven kommt er nicht vorbei. Das ist generell die Problematik, die ja Chevrolet und BMW mit den Seats haben. Ja, auch so ein leidiges Thema. Ne? Wie kann man so ein Auto einnivellieren? Das ist eigentlich nicht möglich, weil man hat mehr Drehmoment und diese, jetzt hat der Freddy gerade den Franz auch überholt. Ivan Muller geht nochmal raus, der wird das Auto checken für Lauf 2, ob alles okay ist. Da ist mit Sicherheit jetzt eine Spurstange getauscht worden. Man prüft jetzt auch die Radaufhängung halten. So, und jetzt die Chance, der Prio vorbeizugehen an Thiago Monteiro. Hat er umgesetzt und vielleicht schafft er in der nächsten Ecke noch den Mikel Nykier. Nicht ganz. Nein. Gut, ist gut gegangen. Also einer, der sich jetzt richtig ins Fäustchen lacht, ist es der Gabriele Tacchini, sein Rival in der Meisterschaft. Sind entweder ganz raus, beziehungsweise weit zurückgefallen, wie Ivan Müller. Und der Andy Prio, der kämpft hier mit allen Mitteln noch um die 7., 8. Position. Ja, da liegen die Nerven blank bei Frau Prio. Aber das kennt sie von ihrem Gatten, dass der immer wieder harte Zweikämpfe fährt. Aber im Schnitt, möchte ich sagen, einer der fairsten im Starterfeld. Ja, finde ich auch. Also der Junge ist mir auch sehr sympathisch. Er fährt clevere Rennen, er fährt faire Rennen. Also früher hätte man gesagt, ein Sportsmann. Na? Ja, ein bisschen nachgeholt mit Daryl Young. Ja, Daryl. Hat er das von dir abgeguckt in Asien? Das hat er ja definitiv von mir gelernt. Ja, danke. So, neuer Versuch von Andy Brio, sich an Mikel Nykier vorbeizukämpfen. Jetzt drückt er aufs Gas und hat wieder den Drehmomentvorteil. Aber das jetzt kommt eigentlich die Phase, wo die BMWs stärker werden, nach hinten raus, der Reifenverschleiß. Der BMW hat den Vorteil, dass er an der Hinterachse die Antriebskräfte hat, an der Vorderachse die Lenkkräfte. Und während der arme Seat, der hat ja alles vorne an der Vorderachse hängen. Der muss beschleunigen, bremsen und hat auch die Kurven, die der Vorderreif zu verarbeiten hat. Brünn ist reifenmordend und jetzt kommt die Phase, wo der BMW seine Stärke ausspielt. So, hier sehen wir nochmal Nykier, wie er sich da anklopft. Ja, da ist der Daryl innen über den Körb gesprungen und ihn dann quasi ins Auto so ein bisschen, ja. Aber dadurch, ja gut, wenn wir jetzt die Situation bestrafen würden, dann müssten wir ganz, ganz, ganz viele Strafen aussprechen. Hätten wir viel zu tun, ja. Vorne, die ersten beiden haben sich ein bisschen abgesetzt. Huff und Tacchini. Menü und Fahrfuß dabei noch eng zusammen. Ja, die meisten Aktionen sehen wir wie so oft bei den Privatiers in der Independence Trophy, wo häufig härter gefahren wird. So, und vielleicht zelebriert jetzt Augusto Farfus irgendwann Überholmanöver. Allerdings wird es nicht einfach werden, weil der Cruz, sagen wir zumindest von den Kurvensektoren, sagen wir ähnlich takt oder funktioniert wie der BMW, während Ivan Müller seine Testfahrt beendet. Du hast eben gesagt, der fährt nochmal raus, um das Auto zu checken und dann im zweiten Durchgang von ganz hinten loszufahren. Tja, wird natürlich eine schwierige Aufgabe, heute noch ein paar anständige Punkte mitzunehmen. Da kann er eigentlich auch noch hoffen, dass im Lauf 2 das Glück auf seiner Seite ist, dass Tacchini vielleicht in Probleme gerät. Ansonsten könnt ihr dieses Wochenende abhaken. Da war es das mit der Tabellenführung. Gabriele Tacchini, mit dem hast du auch schon manchen Strauß gefochten zu STW-Zeiten. Ja, das stimmt, ja. Sehr unangenehmer Gegner. Also eigentlich sehr kontaktfreudig, immer unschuldig, hat nie was getan. Also ein typisch italienischer Rennfahrer. Obwohl, es gibt auch untypische, muss ich dazu sagen, es gibt auch Typen wie so ein Pirro oder so, die sind eigentlich total cool. Die, wenn die einen Fehler machen, dann sagen die auch, sorry, war mein Ding.
Aber das da sind so die Kameraden, die fahren dir quer durchs Auto und stellen sich dann dahin und alle anderen sind schuld. Wie beim Fußball auch. Man kann das immer toll sehen, wenn die mit dem Schiedsrichter diskutieren. Und ja, also der hat auch schon viele Aktionen, habe ich beobachtet, wo ich nicht verstehen konnte, dass die Rennleitung ihnen nicht auch mal für ein oder zwei Rennen eine Sperre ausspricht. Beim Fußball, wenn du dreimal reinhältst, hast du eine rote Karte oder auch vorher schon. Und das hätte man auch in der Vergangenheit hier bei der Tourenwagen-WM viel öfter praktizieren müssen, damit einfach gewisse Herrschaften lernen, dass man nicht mit groben Fouls Meister werden darf. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir haben eben ein schönes Manöver gesehen, nämlich der Zweikampf von Franz Engsler gegen Medo Benani. Die beiden, ja, jeweils für deutsche Rennstelle unterwegs sind, sprich der Franz in seinem eigenen Liquimolli-Team und der Medo Benani in der Wichers Sporttruppe. Seine erste volle Saison in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Und dafür, dass er die Strecken nicht kennt, kommt er immer besser in Schwung und Pauzen mit dem, muss man dazu sagen, leichten BMW, fährt auch ein starkes Rennen. Er war eben ganz hinten nach der Kollision. Und jetzt liegt er schon auf der zweiten Position, wenn ich das richtig sehe, bei den Privatiers. Mich wundert, dass die Privaten auch so wirklich, ja, kontaktfreudig sind. Wenn wir uns die Autos der Privaten anschauen, die sehen teilweise ziemlich zerrupft aus und die müssen also schon ein ordentliches Budget haben, um allein die Karosserieschäden wieder auszudengeln. Also, mein lieber Scholli, die machen wirklich einen guten Sport hier, die unterhalten den Zuschauer. Ja, das Schöne ist, die Autos, wie sie hier zum Einsatz kommen, die kann man im Prinzip fertig ab Fabrik so kaufen. Zumindest also die BMWs gibt es da, so wie sie auch beispielsweise hier im Werkseinsatz sind, so zu kaufen. Und jetzt hat es Prio geschafft. Ja, jetzt ist er durch. Definitiv hat es geschafft. Jetzt muss er natürlich versuchen, seinen Reifenvorteil auszunutzen, direkt Luft machen, dass er nicht mehr angegriffen werden kann auf der nächsten langen Geraden. Ist eigentlich erstaunlich, trotz des Handicaps, weil die beiden Autos sind identisch beschädigt, sind sie eigentlich in der Performance noch ganz ordentlich unterwegs, die BMWs. Ja, hier die Außenlinie, genau, das hat aber nicht funktioniert. Paulsen hat sich Thiago Monteiro geschnappt. Liegt damit jetzt auf der 9. Position. Natürlich Pech, da gibt es keine Pole Position für. Aber irgendwie geht es ja um die Punkte in der Privatfahrerwertung. Das wäre aber natürlich der Brüller, wenn der Achter werden würde und dürfte dann im zweiten Lauf von vorne starten. Das ist ja eigentlich genau dieser Reiz, diese umgekehrte Startaufstellung hier ausmacht, dass wir Leute vorne haben, die normalerweise aus eigener Kraft dort nicht hin können und dann auch oft im zweiten Lauf erster, zweiter, dritter werden und somit auch dann entsprechende Sensationen mit nach Hause nehmen, ihren Sponsoren den Gefallen tun und so erhält man dieses Thema natürlich am Leben, dass man seine Partner glücklich macht und wir haben natürlich nicht diese Eintönigkeit wie in anderen Rennserien, wo eigentlich schon klar ist, wer hier gewinnt. Ja. Hier ist das nicht klar, auch wenn Rob Huff jetzt als Führender in die letzte Runde hineinfährt. Wir haben, wie erwähnt, drei Hersteller auf den ersten vier Plätzen verteilt, also das ist insgesamt ausgeglichen. Auch wenn Rob Huff aus meiner Sicht jetzt das Rennen im Griff hat, aber im zweiten Durchgang können die Karten komplett neu durchgemischt sein und da stünde dein alter Spezi Daryl Young auf Pole. Absolut der Schlager. Jetzt stellen wir uns mal vor, der würde mit dem ja doch recht alten Auto dann auch ein Rennen gewinnen. Mein Gott. Nein, aber der Daryl, der fühlt sich hier wohl, der ist schnell, der hat sich als Rennfahrer in den letzten drei, vier Jahren sehr positiv entwickelt, sehr professionell und der fährt völlig verdient jetzt auf Platz 8. Und ich muss ehrlich sagen, es freut mich für ihn, weil klar, weil es mein Gegner ist auch. Und wenn man den vorne fahren sieht, dann ist es auch für einen selbst eine Bestätigung, dass man nicht mit den schlechtesten Leuten gekämpft hat. Anspannung hier bei Erik Neef, der wie üblich mit der Fliege am Hals unterwegs ist, immer dann, wenn ein Auto aus dem RNL-Team auf der Pole steht. Da haben wir nämlich eben gesehen, dass Alain Menuhin ein bisschen mit nachlassenden Reifen zu kämpfen hat. Das Auto steht immer wieder quer. Vielleicht die letzte Chance für Augusto Farfus, bei noch einer halben Runde verbleibender Fahrdistanz doch noch zu attackieren. Ja, der wählt eine ganz andere Linie, aber im Endeffekt kommst du gleich über raus, egal wie die ihre Linien wählen. Ja gut, die werden natürlich gemischte Gefühle haben. Ne? Man jubelt einerseits seinem wahrscheinlich ersten Platz zu und im nächsten Moment weiß man genau, dass man ein Problem hat mit der Tabellenführung. Ja, vor allen Dingen das große Ast, was man sich eingekauft hat, das scheint man hier jetzt zu verlieren, zumindest im Kampf um die Weltmeisterschaft, einen herben Rückschlag zu erzählen. Und hier geht es jetzt um die Führung in der Privatfahrerwertung. Daryl O'Young in der Verteidigung, Pautzen, macht Druck. Ja, das ist aber ein richtiges Finish hier. Ja. Da geht es um den Sieg. Schafft er aber. Na, mal gucken, ob der Däne da nicht noch eine Harakiri-Aktion in der letzten Runde reitet. Colin Turkington zeigt sich hier markenfreundlich, lässt hier Prio passieren.
Der Sieg geht auf jeden Fall das erste Mal in dieser Saison an Rob Huff. Wir schauen hier bei den Privatiers. Paulsen klopft noch mal leicht an. Aber das sollte jetzt reichen für den Lacetti-Piloten. Jawohl. Stark. Der darf tatsächlich im zweiten Lauf als führender starten. Tolle Geschichte. Und Tacchini sammelt reichlich Punkte. Jubel bei Chevrolet über den ersten Saisonerfolg von Rob Huff. Es ist sein 8. Sieg insgesamt in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Also Jubel zum einen. Tacchini wird auch zufrieden sein mit Platz 2. Wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft gesammelt. Die dritte Position ist für Alamenu auch wichtig, der in den letzten Wochen noch einige Durchhänger gehabt hat, muss man ganz klar sagen. Und Fahrfuß und Prio landen mehr oder weniger geschlossen auf den Plätzen 4 und 5. Und darf man sich bei Colin Turpin noch bedanken, der sich da zurückfallen ließ. Ja, genau. Aber damit haben die beiden Autos, also die beiden BMWs, durchaus gute Chancen, im zweiten Lauf auch nach vorne zu fahren, weil ich immer noch überzeugt bin, dass die nach hinten raus das stärkste Auto im Feld haben. Und wenn die nachher zwei gute Starts hinlegen, dann sind die durchaus in der Lage, auch nachher einen deutschen Sieg mitzureden. Ja, da geht er in die Brio gleich aus der zweiten Startreihe ins Rennen. Und beim stehenden Start natürlich gute Ausgangssituation. Im Gegensatz zu Ivan Müller, der ist zwar noch mal rausgefahren, aber der wird von ganz hinten losfahren, mit etwas Glück noch in die Punkte fahren, aber mehr dürfte da nicht zu erwarten sein. Chevrolet-Fans mit dem freien Oberkörper. Ja klar, Siege in beiden Klassen. Sieg in der Gesamtwertung und Sieg bei der Independence. Also, da freut man sich. Huffy hat es wieder geschafft nach der Pole Position gestern. Das war auch sie erst in diesem Jahr. Jetzt auch der Laufsieg. Vor der Spitze gab es relativ wenig Überholmanöver, aber es war auf jeden Fall bis zum Ende relativ knapp. Ja, das war's vom ersten Durchgang und gleich geht's weiter bereits mit Saisonlauf Nummer 14.